Wie viele Kategorien brauchst du in einem Kategoriensystem im Rahmen einer qualitativen Inhaltsanalyse? Mein Name ist André und in diesem Video sage ich dir, warum die Antwort nicht 42 ist. Ja, eine häufig gestellte Frage, die ich in Webinaren und Workshops bekomme zur qualitativen Inhaltsanalyse, ist die nach der Anzahl der Kategorien im System. Und letzten Monat oder inzwischen vorletzten Monat, am 20. Mai, da hat Christina Silver, und das ist eine der, oder ich würde sagen, die internationale Koryphäe für computergestützte qualitative Datenanalyse, über Twitter gesagt, dass sie diese Frage auch kürzlich in Workshop gestellt bekommen hat, wie viele Kategorien oder im Englischen Codes brauche ich in der qualitativen Analyse. Und ja, sie hat da auf einen Blog-Eintrag verwiesen, den ich dir unten mal in der Beschreibung verlinke. Da kannst du dir mal anschauen, was sie da erzählt, wie viele man da braucht, beziehungsweise warum das man nicht genau sagen kann, wie viele man braucht. Das ist nämlich eine sehr projektspezifische Frage. Ich habe ihren Blog-Eintrag nur mal überflogen und werde dir mal meine Antwort geben. Und erst danach werde ich mir mal angucken, was Christina dazu geschrieben hat. Ja, wie gesagt, das ist in der Beschreibung, kannst du dir auch mal anschauen, was sie zu dem Thema sagt. Ich habe dann übrigens darauf geantwortet, dass, es eine Antwort gibt, nämlich 42. Danach wollte sie meine Berechnung sehen und ich habe ihr dann den Link zur 42-Antwort auf Wikipedia verlinkt. Und das war nur ein Spaß aus dem Roman Hitchhiker's Guide to Galaxy, wo 42 die Antwort auf alle Fragen des Lebens ist und auf den ganzen Rest. Und ja, das ist natürlich nicht die richtige Antwort, sondern was ist die richtige Antwort? Also, als ich vor 15 Jahren das erste Mal selber in meinem ersten QDA-Workshop drin war, so eine Analyse-Software, damals noch als Student, da habe ich schon eine Zahl gehört, so einen Orientierungswert. Und danach habe ich auch oft in anderen Workshops und in Lehrbüchern Zahlen gehört. Also wenn diese Frage aufkam, dass dann Zahlen genannt wurden, aber nur vorsichtig formulierte Orientierungswerte, keine absoluten Angaben. Ja? Also immer sehr vorsichtig formuliert, ja, es könnte sowas um sein oder wenn man mehr Codes hat als, dann wird es kompliziert und so weiter. Ich will gar nicht mit Zahlen darauf antworten, sondern eigentlich mehr zeigen, woran man es festmachen kann und selber entscheiden kann, statt irgendwelche Orientierungswerte zu geben, an denen man sich nachher vielleicht zu sehr orientiert, diese Antworten zu sehr essentialisiert, als wenn sie, oder verdinglicht, ja, als wenn das ein Gesetz wäre. Also ich nenne keine Zahlen, sondern ich will mal zeigen, woran man es festmachen kann. Tja, und diese Frage und Christinas Blogbeitrag und das, was ich heute erzähle, das gilt eigentlich so ein bisschen für alle kategorienbasierten Auswertungsmethoden. Das lässt sich auf alle also übertragen. Aber worüber ich jetzt ganz speziell hier in diesem Video spreche, ist diese Frage behandelt im Kontext ganz speziell der qualitativen Inhaltsanalyse. Und eine Sache, woran man es festmachen kann, ist, wenn man sich das Verhältnis der Kategorien zum Verhältnis der Codierhäufigkeit, also der Anwendung der einzelnen Kategorien, wie oft wurden die vergeben in den Daten, wenn man sich diese Zahlen im Verhältnis anschaut. Anzahl der Kategorien der Codes im Verhältnis zur Häufigkeit, die diese Kategorien und Codes im Datenmaterial kodiert wurden. Und hier sehen wir mal ein Beispiel aus dem MaxQDA-Beispielprojekt. In diesem Codesystem sind 8 Kategorien drin, die repräsentieren 8 Untersuchungs- oder Forschungsfragen in diesem Projekt, mit dem die Daten oder im Hinblick auf die die Daten strukturiert werden sollten. Insofern beinhaltet dieses Codesystem alle Themen oder alle Aspekte, die im Hinblick auf die Forschungsfragen relevant sind. Man könnte von daher sagen, das Codesystem ist an sich gut geeignet, aber schauen wir mal rechts auf die Zahlen, das sind Codierhäufigkeiten, dann sehen wir hier 42 mal kodiert, 29 mal kodiert, 19 mal, 46 mal, das bewegt sich hier alles zwischen 18 und 46 mal kodiert, also sehr hohe Codierhäufigkeiten. Und wenn wir dann nachher in die Analyse der einzelnen Themen oder Aspekte hier rein wollen, dann hieß das ja beispielsweise für das Thema größte Weltprobleme, dass wir 42 Segmente sichten müssten. Hätten wir jetzt hier Freitextantworten in Umfragedaten, in Surveydaten kodiert beispielsweise, wo wir wahrscheinlich relativ kurze Antworten haben, dann kann man so eine hohe Zahl von Segmenten vielleicht auch leicht in den Griff bekommen noch oder relativ leicht. Leicht ist übertrieben, es ist da nicht so schwer, wenn es kleine Antworten sind, kurze Freitextantworten. Aber angenommen, wir haben diese Frage im Rahmen eines Interviews gestellt und das ist hier auch passiert, dann ja, haben wir ja durchaus längere Antworten. Das kann ja sein, dass es vielleicht nur ein Satz ist, kann sein, dass es ein Absatz oder mehrere Absätze sind, die hier hinter diesen 42, hinter den einzelnen 42 Segmenten stecken. Die können durchaus sehr lang sein und dann wird es natürlich schwer, 42 relativ lange Segmente auf einmal zu lesen, also nacheinander zu lesen, interpretativ
zu erschließen, zu durchdenken, ja, zu gucken, wie man das sortiert und wie man das reduziert und wie man das dann am besten in einer, wie gesagt, sortierten und reduzierten Form im Ergebnisbericht ausformuliert. Wird natürlich schwer bei so einer großen Anzahl. Insofern kann man jetzt hier sagen, dass dieses Code-System zu wenige Codes hat. Sie strukturieren schon die Daten scheinbar offensichtlich, aber sie könnten noch feiner die Daten strukturieren, sodass wir dann Codes mit niedriger Häufigkeit haben und kleinteiliger auswerten können. Das macht das Ganze natürlich auch überschaubarer in der Auswertung und damit werden natürlich auch die Ergebnisse der Auswertung besser. Jetzt gucken wir uns mal das Gegenteil davon an, das andere Extrem sozusagen. Also das hier ist sozusagen ein Extrem. Und ein anderes Extrem, das ist, wenn wir uns jetzt mal reinzoomen in diesen Themenkomplex größte Weltprobleme, eine Lösung, diese 42 größte Weltprobleme, Codierung auszudifferenzieren oder um das nachher kleinteiliger auswerten zu können, ist natürlich eine Subcode-Ebene einzuführen und entweder deduktiv oder auch induktiv aus dem Material heraus zu sagen, wir differenzieren hier verschiedene Weltprobleme und können dann nachher Weltproblem für Weltprobleme auswerten. Und jetzt sehen wir hier diesen Versuch, dass der Themenkomplex größte Weltprobleme in die einzelnen konkret genannten Weltprobleme ausdifferenziert wurde. Und da ergibt sich eine sehr, sehr lange Liste. Das, was wir hier sehen, ist nur der Anfang einer Liste. Und wenn wir jetzt mal rechts auf die Codierhäufigkeiten schauen, dann sehen wir ja, dass die sehr gering sind. Also ein- bis zweimal codiert wurde hier jedes Thema. Das ist jetzt das andere Extrem. Wenn ich nachher ein super langes Code-System habe und jeder Code ist ein-, zweimal codiert worden, dann wird für die meisten Projekte gilt das zumindest, das Ziel des Codesystems verfehlt, nämlich, dass man nachher zu bestimmten Aspekten Aussagen vergleichen kann. Und wenn jeder Aspekt als ein Code abgebildet wird und er wurde aber nur ein, zwei Mal codiert, ja, dann steckt da nichts drin, was ich vergleichen kann. Insofern, in vielen Projekten, die codebasiert arbeiten, geht es darum, über Codes Segmente in verschiedenen Daten, über verschiedene Daten hinweg zu einem bestimmten Aspekt zu vergleichen. Und das würde dann, also wenn das auch auf Ihr Projekt, auf dein Projekt zutrifft, und wie gesagt, auf die meisten tut es das, dann wäre sozusagen das Ziel hier verfehlt. Dann müsste man hier mal reinschauen und gucken, wie kann man denn was kopieren? Zum Beispiel Luftverschmutzung, Umweltverschmutzung, Klimawandel. Ja, man könnte zumindest überlegen, ob man Luftverschmutzung in Umweltverschmutzung reinpackt. Vielleicht noch, ob man es mit Klimawandel zusammen, ja, Umweltverschmutzung, Klimawandel zusammennimmt und das dann Umweltprobleme im Allgemeinen nennt oder ähnliches. Also hier müssen wir ein bisschen reduzieren. Oder wir haben hier internationale soziale Ungleichheit, Armut und Ungleiche meint international ungleiche Ressourcenverteilung. Und dann finden wir hier auch nochmal Globalisierung. Können wir auch überlegen, ob man das zusammenlegen kann. Müssen wir mal in Globalisierung reingucken, ob die Antwort hier darauf zielt, dass es überhaupt eine Globalisierung gibt, also eher internationalismusfeindlich ist oder ob es eine globalisierungskritische Haltung ist, die dann auch wiederum die ungleiche Ressourcenverteilung, die mit der Globalisierung einhergeht oder dadurch zementiert wird, betrifft. Dann könnte man sagen, ja, Globalisierung, ungleiche Ressourcenverteilung, Armut, die legen wir auch nochmal zusammen zu vielleicht internationale soziale Ungleichheit oder was auch immer. Genauso bewaffnete Konflikte und Kriege hat natürlich auf der theoretischen Ebene haben beide Begriffe ihre Eigenständigkeit und sollten auch getrennt behandelt werden. Aber wenn ich jetzt hier zig von Interviews habe und dann sagen zwei Leute Kriege und eine Person bewaffnete Konflikte, ja, dann kann ich mir trotzdem überlegen, will ich das nicht zusammenlegen und dann nachher auswerten als Kriege und bewaffnete Konflikte, weil es eben nicht genug Antworten gibt, um ja, dieses vielleicht theoretisch durchdachte Trennung für dieses empirische Material durchzuhalten. Kann man sich fragen. Jedenfalls gibt es hier Potenzial des Gruppierens von Codes. Und gerade wenn man induktiv diese größten Weltprobleme aus dem Material herausgearbeitet hätte, dann hätte man es bestimmt am Anfang, dass man hier eine ganze Reihe von ähnlichen Codes erzeugt, wie zum Beispiel Armut und soziale Ungleichheit. Und dann nachher, wenn man mal über das Codesystem schaut, sieht, aha, ja, das sind ja ähnliche Antworten. Ich habe hier nur aufgrund des Wordings der Befragten oder was mein Material auch immer ist, aufgrund des Wordings des Materials habe ich jetzt einmal Armut erzeugt und einmal soziale Ungleichheit, aber eigentlich beschreibt es was sehr Ähnliches. Von daher kann man überlegen, ob man es zusammen in einem Code jetzt kopiert. Und dadurch würde man dann natürlich hier nachher weniger Codes haben und höhere Codezahlen und dann ist es wiederum ein guter Mischmasch. Und den möchte ich jetzt auch nochmal zeigen. So sieht das Codesystem aus, in etwa wie wir es im MaxQDR-Beispielprojekt, im deutschsprachigen MaxQDR-Beispielprojekt haben. Und da sehen wir jetzt, dass eben mehrere Codes durch Subcodes unterfüttert wurden. Dadurch haben wir jetzt hier nicht 42 Weltproblem-Codierungen, sondern hier sind mehrere Codierungen verteilt über die einzelnen Weltprobleme
Genau, also hier sehen wir, was so auf den ersten Einblick, wenn wir nur mal auf die Zahlen achten, das Verhältnis der hier dargestellten Codes im Verhältnis zu der Anzahl, wie oft diese Codes kodiert wurden, das sieht hier nach einem guten Mischmasch, sage ich mal, aus. Ja. Da kann man nicht sagen, also man kann nicht schwarz-weiß sagen, ist gut, ist nicht gut, wenn man sich sowas anschaut, aber das sieht relativ gesund aus, verhältnismäßig. Ja. Wir haben ja nicht etliche Codes, die nullmal kodiert wurden oder nur einmal kodiert wurden. Wenn das im Einzelfall allerdings mal auftritt, dann ist das jetzt gar nicht so ein großes Problem. Ja. Sondern wenn viele Codes eben nur ein, zweimal kodiert wurden, dann wird das Ziel verfehlt. Aber hier sehen wir, das ist eine Mischung, die wir hier haben, und das kann, wenn hier sauber kodiert wurde, ganz gut sein, dass sich das so aus den Daten heraus ergibt. Und das würde ich sagen, dieses Codesystem, wie es jetzt ist, mit den Häufigkeiten und der Anzahl der Codes, dass es einfach Sinn macht. Jetzt müssen wir es natürlich aus Datenseite nochmal bewerten, aber jetzt nur mal, um was an die Hand zu geben, woran man es festmachen kann. Und das ist jetzt der erste Tipp. Also der erste Tipp ist, den Zwischenweg zu gehen zwischen einem Codesystem mit sehr, sehr vielen Codes, die sehr niedrig kodiert wurden, ein-, zweimal pro Code, und einem Codesystem mit sehr wenigen Codes, die zigmal kodiert wurden. Denn dazwischen, der Zwischenweg, der ist für die Analyse am bequemsten. Da kann man dann kleinteilig, aber auch nicht zu kleinteilig, Segmente miteinander vergleichen, um dann Stück für Stück nachher seinen Ergebnisbericht zu schreiben. Das war jetzt der erste Punkt. Ich will aber auch nochmal auf Ausnahmen eingehen. Warum sind hier Codes, die nullmal kodiert wurden, machen die dann nicht auch keinen Sinn? Ja, jein. Für die Auswertung brauche ich die jetzt nicht. Die hier haben eine rein, ich sag mal, heuristische Funktion. Das heißt, sie dienen mir nur der Strukturierung des Codesystems. Sie sind sowas wie eine Überschrift. Und vielleicht werden sie auch im Bericht nachher nur eine Überschrift. Das, was den Text füllt, das ist mit den Subcodes kodiert. Und ja, also diese Überschriften-Codes, die sind dann genullt, weil sie sind nur da, um die Subcodes zu sortieren, damit ich hier eine schönere Übersicht habe. Das ist vollkommen okay. Kann es denn auch mal sein, dass ein Code okay ist, wenn er nur ein-, zweimal kodiert wurde, wenn mehrere Codes nur einmal kodiert wurden? Ja, gibt es auch eine Ausnahme bzw. einen Fall, wo das sogar ganz normal sein kann, nämlich wenn jetzt hier die Subcodes auch deduktiv wären. Angenommen, ich hätte aus einer Theorie eine Liste der größten Weltprobleme und würde sagen, okay, diese Liste, die möchte ich jetzt mal am Material überprüfen, dann würde ich ja deduktiv diese Subcodes aus der Theorie mitbringen und eben ans Material anlegen. Und dann will ich ja sehen, welche dieser Punkte werden häufig genannt, welche werden selten genannt, welche werden vielleicht auch gar nicht genannt. Und dann könnte es natürlich sein, dass ich hier Weltprobleme habe, die null oder einmal kodiert wurden, und das ist dann trotzdem richtig und also der Code trotzdem richtig und angebracht, denn ich will diesen Aspekt ja aus der Theorie abgleichen mit den untersuchten oder mit dem Material, das ich habe. Und dann ist es natürlich auch eine interessante Erkenntnis, wenn jetzt ein bestimmtes Weltproblem, was in der Theorie als eines der größten gehandhabt wird, bei meinen vielleicht 40 Befragten null mal genannt wurde. Jetzt möchte ich noch zu einem zweiten Punkt kommen, an dem man das Ganze festmachen kann. Und das ist was, was ich als Auflösung manchmal bezeichne, analog zu Grafiken oder Videos. Also der Detaillierungsgrad, müsste man mal allgemeiner sagen. Der Detaillierungsgrad, in dem die Daten strukturiert werden sollen. Angenommen, ganz simples Beispiel, ich frage mal, was ist dein Lieblingsessen? Dann werden wir bestimmt viele Gerichte nennen, aber vielleicht sagen auch manche sowas wie allgemein Obst oder wie Äpfel oder vielleicht sogar wie konkrete Apfelsorten wie zum Beispiel Boskop. Und dann muss ich mir überlegen, wie genau aufgelöst brauche ich das? Wie differenziert muss das Codesystem sein? Ja, brauche ich dann einen Code Obst mit dem Subcode Apfel, mit dem Subcode Boskop, und würde dann die Antwort Boskop mit Boskop kodieren? Oder reicht es mir, das Ganze mit Apfel, oder reicht es mir, das Ganze nur mit Obst zu kodieren? Und dann muss ich mich einfach fragen, also erstens muss ich vom Material aus mal schauen, wie viele Antworten habe ich, wie viele davon thematisieren Obst, Apfel, konkrete Apfelsorten. Dann kann ich aus Sicht des Materials entscheiden, wie detailliert die Auflösung sein sollte, um das Material ganz gut sortieren zu können. Aber dann kann ich mich natürlich immer auch vom Ergebnis, was ich nachher haben möchte, vom Ergebnisbericht beispielsweise, also muss ich mich auch daran orientieren, muss ich mich fragen, muss ich mir jetzt 100 Seiten einer Dissertation mit Ergebnissen und deren Diskussion füllen, oder habe ich vielleicht ein 15-seitiges Journal Paper, was ich veröffentlichen möchte, oder muss ich ein 5-seitiges Briefing mit Handlungsempfehlungen erstellen? Und daran muss man natürlich dann auch die Auflösung festmachen. Also es ist klar, wenn ich 100 Leute befrage, was ist dein Lieblingsessen,
dass ich dann, wenn ich das auf 5 Seiten Briefing oder Kurzbericht nachher darstellen muss, dann nicht ins Detail der Obstsorten oder gar der einzelnen Apfelsorten, ja, reingehen kann. Und diese Frage muss man sich dann einfach stellen. Wie gesagt, einerseits kann man dafür aufs Material schauen, was wäre erforderlich, um das Material gut abbilden zu können. Andererseits schaut man dafür auf die Forschungsfragen, ja, was verlangen die Forschungsfragen und der Bericht, die Form, wie man nachher diese Fragen beantwortet, was von Raum habe ich da überhaupt, um in die Tiefe zu gehen. Und zwischen diesen beiden Komponenten, also einerseits, was ist fürs Material gut und was kann ich überhaupt nur aufgrund dessen, was ich produzieren möchte nachher am Bericht und was meine Forschungsfragen auch vorgeben, in diesem Verhältnis, in diesem Spannungsfeld muss man ein gutes Mittel finden, guten Kompromiss finden. Und das ist, das sind so die Überlegungen, die man eben treffen kann, um seine Anzahl der Codes festzulegen. Und das heißt dann, man legt sich nicht eine gewisse Anzahl fest, sondern die Anzahl, die ergibt sich natürlich aus dem Projekt und dem Materialspezifika heraus und aus den Überlegungen zwischen diesen Punkten, die ich gerade genannt habe. Ich fasse es nochmal zusammen. Der erste Punkt war, dass man vermitteln sollte zwischen einem Codesystem mit sehr, sehr vielen Codes, die ganz selten kodiert wurden. Dann kann man nämlich mit den Codes kaum was vergleichen. Und andererseits ein Codesystem mit sehr wenigen Codes, die sehr, sehr oft kodiert wurden. Dann kann man die Analyse nicht kleinteilig machen und dann wird das sehr schwer, die Daten in den Griff zu bekommen, um sie beispielsweise zu reduzieren. Und der zweite Tipp war jetzt, dass man gucken muss, wie detailliert ein Codesystem sein muss, um das abzubilden, was einerseits die Forschungsfragen verlangen und was auch möglich ist im Rahmen eines Berichts, wie viele Seiten der in deinem Fall auch haben müsste, möglich ist. Ich glaube, das passt jetzt gerade nicht. Ja, und andererseits die Frage eben, also da wieder die Gegenfrage zu, was wäre denn fürs Material notwendig oder gut? Und zwischen diesen beiden Fragen muss man eben vermitteln, dann kann man das Ganze so ein bisschen besser einschätzen. Ich hoffe, es war klar. Sonst kannst du ja einfach Fragen stellen per Kommentar. Ich beantworte die relativ schnell. Ich kann auch nochmal darauf aufmerksam machen, dass ich ja eigentlich Methodenberatung anbiete, auch Schulungen, Werkstätten, online wie in-house, auch Auftragsforschung mache, aber kein Ghostwriting. Gut, gute Gesundheit, schönen Sommer, Vorschlag und erfolgreich. Ciao.